Ich bin mir aber irgendwie sicher fast, dass wir das Passwort schon haben. Willst du dir das? Trevor hätte 3. Oh, Mitarbeiter ist verstorben. Der wahrscheinlich genauso, genau. Inventartechnisch haben wir ja nichts, ne? Inwiefern meinst du? Irgendwas, was uns Hinweise gibt auf das Passwort. Was steht denn hier auf seinem Zeug überhaupt? Deshalb bloß diese Rede, die er. Donnergebäude, bla bla. Donner? Bla. Donner? 9. Oktober 58. Ja, das da oben im 9. Oktober, das brauchen wir später, das weiß ich noch. Aber Donnergebäude, stimmt. Wir können das mal mit Donner probieren. So. Döner. Hört schon wieder auf zu tippen. Nee, nee, das, der kann das ähnlich. Muss mal auflösen. Donner-Rosette. In den Infos und so stand ja nichts irgendwie Interessantes. Ne? Wo? Ja, mit diesem Infektion und blablabla, was diesen Zeug, was wir hatten. Ich glaube, das war bloß allgemein. Oder auch diesen Brief, was wir von seinem Vater gefunden haben. Die Akte oder den Brief? Weil wir haben ja zwei Sachen. Wir haben einmal diese Akte hier. Das, glaube ich, stand jetzt da. Blablabla. Ich habe mir Sorgen gemacht, blablabla, schlechtes Gewissen, nee. Ist es vielleicht einfach Threshold? Kann das vielleicht so simpel sein? Oder die das andere, war den zweiten Brief, warte mal. Das war jetzt gerade eben die Akte. Mein lieber Curtis, da-da-da-da-da, Threshold, papapapam, papapapam, ich liebe dich, papapam, alles Gute, alles Glück, meine ich. Jonas Craig. Was haben wir gehabt? Threshold. Ne. Ne, ne, ne. Keine Mails. Ja, die drei Dinge. Ich weiß nicht, ob da irgendwas. In BDA-Adresse stand aber auch nichts, ne? Klar, Stagnation. Schauen wir nochmal hier kurz nach. Das war nur. Genau. Dokument unvollständig, mehrfach vertraulich. In jedem Jahr Zeug steht auch nichts, ne? In Row und J und so. Achso, nee. Ja, du kommst ja in Therese Dokumente kommst du nicht rein, oder? Ich komme in Dokumente, aber da steht dann nicht wirklich was Sinnvolles dabei. Okay. Das regt mich jetzt gerade auf, weil ich glaube, wir müssten das Passwort schon wissen. Stagnation vielleicht? Ich glaube, wir haben hier vertippt. Moment. Ah, ich glaube nicht, dass das Passwort ist. Stagnation. Ich glaube, du hast dich jetzt schon. Naja, egal. Schon bitte? Nee. Stagnation. Okay, okay. Gehen wir mal einfach kurz. Also, ich meine. Ja, das, die Sache ist halt die, es gibt nichts anderes zu tun, ne? Wir kommen weder ins Borderline noch ins Dingensbummens. Daheim ist nix. Das stimmt schon, das Borderline ist zu. Ich glaube, ich schaue mir jetzt einfach nur nochmal diese drei Dokumente an. Mit Erleuchtung und Co., ne? Ja, eben. Kurz, weil ich gerade da bin, Routine-Check. Nix. Dann schauen wir mal das Erleuchtungszeug an. Ich gebe dir aber mal die Shisha, weil ich habe Durst. Gut, komme ich so rein oder muss ich wieder der ihre. Okay. Ich gucke mal gerade mal, ob es hier irgendwo noch was anderes irgendwie gibt. Pfeifen? Kippen? Dann schauen wir mal die Dokumente an. Und dies waren Infektion, Erleuchtung, Entweihung. Ich kann es mal so probieren gleich. Ja.
Habadabadabapa. Quatsch, so bei Notizen. Hallo Ed, das war bloß die Sache. Genau. Erleuchtung. Hallo Peter. genau, Entweihung. Ups. Entweihung. Das sieht nicht so aus. Nee, nicht wirklich. Warte mal kurz. Ich warte. Nee. Das regt mich gerade extrem auf, weil das halt echt blockt gerade. Also im Notfall schneiden wir halt. Vielleicht sind wir schon im Schnitt. Haben wir irgendwie irgendwo noch was Abgesperrtes, wo wir diese die H-Klammer verwenden könnten? Die H-Klammer? Mhm. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Auf unseren E-Mails, auf unserem Rechner? Da können wir nicht hinschauen. Also wir nee, du kommst doch auch von Warners Dings, kommst du doch auf deine Daten, oder nicht? Ich komm nur auf mein Dokument, aber nicht auf meine E-Mails. Das geht nicht. Geht das? Probier's mal. Okay, Moment. Ich mach erstmal das Köhlchen runter. Ich überleg gerade mir vielleicht doch. Ich probier's jetzt einfach mal. Na, das glaube ich nicht. Aber wir auf diesen Rechner. Entschuldigung. Der ist doch so ein. Der müsste doch eigentlich auf sein Zeug. Hier, ne? Der müsste doch eigentlich auf deine. Das sind deine E-Mails. Seine E-Mails. Einloggen mit deinem Namen kannst du dich hier nicht, wenn du dich ausloggst. Ah, das stimmt natürlich. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich vielleicht sogar eine Mail vom Trevor habe. Ach, wollte der nicht eh sich ins Sicherheitssystem einloggen? Eben, das hat er doch im Traumbaum gesagt. Eben. Oh. Hahaha. Wir sind so schlau. Du bist so schlau. Deswegen habe ich dich immer dabei. Unbedingt lesen, Trevor B. Von Trevor Barnes. Unbedingt lesen. Überspringen wir es, oder? Curtis, ich habe es bisher nicht geschafft, deinen Zugang so zu erweitern, dass du in die untere Stockwerke reinkommst. Das zentrale WinTech-Computersicherheitssystem hat mich entdeckt und ich musste da schnell raus. Ich habe allerdings das Securicon-Kennwort rausgekriegt, sodass du deinen Zugang selbst ausdehnen kannst. Tu es, wenn du musst, aber sei um Himmels Willen vorsichtig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass unsere ach so netten Arbeitgeber hier mit harten Bandagen kämpfen. Das Kennwort ist Blackouts. Nein, Black Lotus. Oh, Black Lotus. Blackouts. Habe ich mir auch gedacht. Von dem muss ich mir vor 2 Jahren mal durchgespielt haben, dass mir irgendwie sowas noch im Gedanken war. Ach Gott, das hast du jetzt noch in Erinnerung? Ich weiß auch noch von Harvester einiges, Daniel. Was war das nochmal? Carpe Diem, ne? Nam, 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 nam. Blackouts. Woo! So, Curtis Crack. Black Lotus. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder erwischt. Wie immer. Stück, jetzt habe ich dich. Was sind das für Ausdrücke, Curtis? Ich sollte den Mund auswaschen. Und zwar mit Seife. Verschwinde, lass mich in Frieden. Nett. Sicherheitsstufe 3. Okay. So, und nun kommen wir nach unten. In die Kellergeschosse. Ich mach mal so einen Zwischensave. Ach gut, machen wir es halt nochmal unter Lebensgefahr. Hast du eine Ahnung, wo ich mein Handy hin hab? Uff, keine Ahnung. Ich mochte doch noch die Uhr schauen. Grün. Auf geht's. Zu Projekt Threshold.
Da ist es. Ja. Runter geht's. Abwärts. Willkommen bei. Genau, da können wir auch sterben. Ja, aber wir bei der Ärztin hast du ja auch noch da, in Erinnerung, dass wir sterben können, ja, da oder? Können wir auch sterben. So langsam kommen wirklich die Stellen, an denen wir hops gehen können. Das war als Kind also auch schon mal hier unten. Was liegt denn da am Boden? Ein Mantel. Oh, eine Zwangsjacke. Ein Mantel. Wird knapp. Es wird verdammt eng. Jonas, los, holen Sie Marek. Er soll uns einen anderen bringen. Beeilung! Voll Cyber. Gut, dann schauen wir mal durch die nächste Tür, was uns da erwartet. Liegt noch was vorne am Boden? Ist das dein Bagger gewesen? Genau. Oh, der muss aber auch schon lang da liegen. Dass ihn keiner weggeräumt hat. Gut, weiter geht's. Immer weiter geradeaus. Scheiße, wo zum Teufel ist er? Weiter geradeaus. Liegt noch was am Boden? Unordentlich. Jetzt erinnert er sich wieder an alles, ne? So, und jetzt speichere ich doch nochmal ganz kurz, denn ich möchte euch auch zeigen, wie wir sterben können. Ach wirklich? Möchten wir das? Ja. Ein Code wahrscheinlich. Genau. Hä? Ach so, das Datum war's, ne? Genau, aber ich zeige erstmal, wie wir sterben können. So. Ah.
Kommen Sie, Curtis. In Ihrem Zimmer ist alles genau wie früher. Naja, so untersterben sehe ich das jetzt nicht. Nochmal versuchen. Wir haben ihn umgebracht. So. Aber das war ja noch... Ich habe schon gedacht, der 1958, glaube ich, war das irgendwas, ne? 1958? 1958. Ja, 10 können wir nicht machen. Wir haben nur eine Stelle, wir haben 5 Stellen insgesamt. Also 91958. 91958, genau. Sicher, Daniel? Doch nicht so ganz. Ui. Waren mal 30 Jahre später. 88? Nee. Es wurde 1958. Lesen wir mal den Brief. Doch. Es hat da angefangen. Donnergebäude, bla. Und außerdem haben wir gesagt, das bla. Und ich glaube, irgendwann hat er unten gesagt. 9, 10, 58. Wir lassen die 19 einfach weg. Okay. Jawohl, das war's. Like. Willkommen zu Projekt Schwelle. Ich hoffe, Sie genießen diesen Aufenthalt. Gut, dann schauen wir uns mal ganz kurz ein bisschen um. Mal zum Computerterminal laufen. Wahllos mal Knöpfe drehen. Rosette. Grüße, PA Warner. Wir bedauern, dass wir die gewünschte chemische Verbindung nicht synthetisieren können. Konnten. Warum? Wir konnten die Synthese nicht abschließen, da uns die erforderlichen Materialien fehlen. Bitte liefern Sie uns. Alprazol. Ich lese das nicht. Doch, alles. Das will ich jetzt. Okay, weißt du, was ich will? Ja. Alprazolam. Amitriptylin. Chlortiazepoxid. Weiter. Fluconazol, Hydrocodon, Lithium, Oxyputynin, Simvastatin, Trifluoprazin, Venlafaxin, 2 lebende erwachsene Menschen. Welchen Status hat der Zwilling, Pierre Warner? Zwilling? Warum? Wir sorgen uns um den Zwilling. Er ist ein Teil von uns. Wir sind ein Teil von ihm. Lebt der Zwilling? Ja. Wir freuen uns, dass der Zwilling lebt, Pierre Warner. Frage, was ist Sucht? Warum? Wir müssen bitte die Bedeutung von Sucht kennen, wenn wir diese Wirkung bei der Synthese erzielen wollen. Pierre Warner, Frage, was ist Sucht? Ja. Nee, das ergibt keinen Sinn, wenn du jetzt Nein drückst. Wann? Wir verstehen nicht. Bitte tritt ein und sprich. Okay. Was? Warum? Wann? Keine Ahnung, aber wir sollen eintreten und sprechen. Aber mit wem oder was haben wir da geredet, ne? Und vor allem Zwilling? Ich glaube. Da musst du deine. Ich glaube, das ist doch auch so ein Sterbedings. So eine Sterbeszene, ja. Du hast ja gespeichert. Vor der Tür zwar noch. Aber ja. Nochmal schön sterben.
genau das gleiche wie vorher. So, willkommen, Curtis. Genau. Okay, nichts Besonderes. Mal versuchen. Ich glaube, wir sind dann... Genau. Ah. So. Eine solide Tür. Hast du... Also den Computer hast du schon verwendet, wegen der Sterbeszene, in Anführungszeichen. Genau. Also gibt's hier eigentlich nichts mehr Besonderes. Nee, ich glaube, wir könnten jetzt einfach mal wieder rausgehen. Ich glaube, wir müssen jetzt sowieso raus. Viel machen können wir, wenn ich mich recht erinnere, hier nichts mehr. Eben, dann gehen wir einfach raus. Alarm, ist ja keiner. Ich überspringe diese Laufsequenzen mal, weil da passiert eh nichts Interessantes. Glaubst du nicht, dass die Zuschauer wissen wollen, wie Curtis läuft? Ich glaube, das haben die mittlerweile schon rausgefunden. Denke ich jetzt mal. Könnten wir mal ins Borderline gucken, oder? Jetzt können wir mal ins Borderline gucken, ja. Als erstmal auch hier rein. Ich will nämlich... Ach, verdammt. Ich will diese Sequenz haben, die ist cool. So. Freude. Nee. Geiler SM-Schuppen. Hi. Immer gut gelaunt, hä? Als Maul. Sympathischer junger Mann. Ich mag diese Schulterperspektive hier. Therese wird dich fressen bei lebendigem Leib, Pilgeface. Kommst du nachher wieder, Süßer? Falls da noch was von dir übrig sein sollte. Aleteface. Ja, so hieß ja ich in You Don't Know Check, ne? Genau. Ja. Bist du so weit weg? Komm näher, Greg. Hat schon automatisch einen Cocktail? Ich kann auf dem Tisch nichts verwenden, außer die Therese. Verwende Therese. Wie geht's denn deinem Bauchnabel? Mir geht's gut. Hast du gewusst, dass es unheimlich erregend ist, an einem Nabelring zu ziehen? Das Gefühl jagt dir einen Schauer an der Wirbelsäule entlang. Kommt doch an, wie fest man zieht. Du wirst schon sehen. Da. Caipirinha? Ich kann ihn trinken. Dachte mir schon, der ächzt das Zeug jetzt runter. Komm. Na los, komm schon. Die hat einen schweren Schritt drauf. Gut, ich glaube, jetzt sind wir dahinter, wo wir nicht hinter durften anfangs. Und zwar hierhin. Hör zu, Therese ist schon hier. Sie hat mir gesagt, ich soll nachkommen. Na, da habe ich heftige Zweifel, mein Freund. Sehr freundlich. Oder auch nicht. Ich gebe ihm mal diesen komischen Zettel, den Sie... Schon wieder die. Ach, ablenken können wir ja nicht, ne? Welchen Zettel? Von ihr? Ja, diesen... Den Brief hier. Aber den kann ich ihm nicht... Doch, den kann ich ihm geben. In Ordnung. Du kannst reingehen. Ah, geht doch. Überlebst du die Nacht, Kleiner. Ach Gott. Oh nein. Ein Denkspiel in einem SM-Schuppen. Ja, aber das erscheint mir recht simpel. Ach, du musst wahrscheinlich mit... Ja. Oder den Kreis?
Ja, das ist den Kreis? Richtig gewesen. Wieso Kreis? Keine Ahnung, ich sage einfach nur, irgendein Muster. Oh mein Gott, lang kein schwereres Rätsel mehr gesehen. Ey, der kann Ripper einstecken, du. Interessante Gerätschaften. Jetzt wird's interessant. So. Lebensgefahr 2? Ja. Voyeur! Eine Gimp-Maske? Ja. Ja, nachher. Wer ist da? Hallo? Hallo? Komm schon. Wer ist da? Headbanging. Weißt du, dass das kein schöner Tod ist? Das glaube ich auch, ja. CD5, wir sind auf der letzten CD. Ja, das heißt, wir dürften es nächstes Mal eigentlich durchschaffen. Wir dürften es nächstes Mal durchschaffen, ja. Ich wechsle schnell die CD. Dann speichere ich. Schönen Cut. Zu einem schönen Ende. Okay. Jetzt haben wir es fast. Ich muss aber jetzt schon dazu sagen, gegen Ende wird das Spiel recht komisch, was. Logik? Nee. Ach, egal. Greg, machen Sie die Tür auf! Sofort! Was will die immer von dir? Guten Morgen, Detective. Wo zum Teufel waren Sie gestern Abend? Also, wo waren Sie? Ich war mit Therese im Borderline. Und danach hier. Sie können meine Ratte fragen, die kann's bestätigen. Ich weiß, dass Sie im Borderline waren, Craig.
Mindestens 20 Leute haben sie zusammen mit Therese gesehen. Und zwar knapp eine Stunde, bevor sie im Bad ermordet worden ist. Gut. Das Gespräch machen wir das nächste Mal. Mucha. Genau, und deswegen gehen wir jetzt auf weiter 5. Ich finde super, Bob sticht immer voll ins Auge. Das gefällt dir, ne? Das gefällt mir. So. Okay. So. Okay. Wenn wir jetzt das Video ausmachen, Daniel, ne? Du weißt, was jetzt am passiert, ne? Wir spielen doch nur eine Stunde, glaube ich. Nee. Okay, also bis zum nächsten Mal, ne? Jo, bis dann. Macht's gut, Ade.